Kapitel 6. Es ist ein bisschen bedrohlich hier, ne? Also nur ein kleines bisschen, also nicht der Rede wert. Aber ich leuchte schön. Okay. Gut. Auf jeden Fall sind hier keine bösen Dinger. Ah, hier ist wieder ein Stab. Errungenschaft freigeschalten, Plague Doktor. Funny. So. Nein, nein. Gut. Ich dachte schon, ich wäre wieder stecken geblieben. Ich bin halt immer so dick. Okay, so. Also hier der Stab. Was ist das für was? Nix. Da wäre irgendwas gewesen. Ah, hier bist du. Nein, du bist ja voll an so einem gruseligen Ort. Okay, jetzt geht's hier weiter. Muss ich eigentlich einfach weitergehen? Okay. Oha, hier sind überall die Füchse, ne? Nein! Nein! Was macht der? Die haben mein Glühwürmchen korrumpiert. Gib mein Glühwürmchen wieder zurück. Oha. Voll die Bösen. Ich weiß nicht, ob ich den da, ob ich das, also ob das gescriptet ist, ja, ist es. Aber ob ich davor hier irgendwas sauber hätte machen können. Okay, nein. Ah, der schreit so. Kann ich da nicht irgendwas machen? Warte mal. Ich bin verwirrt. Nein.
Normalerweise spielen wir jetzt Donnerstag ausschließlich Rome oder gibt es noch andere Donnerstagsspiele? Bei Trials sagtest du ja, es wird ein Let's Play. Ja. Dass Donnerstags nur Rome gibt, kann ich dir so nicht versprechen. Also, ich kann sicher sagen, dass das jetzt eine Ausnahme ist. Am Anfang habe ich so geplant, dass Donnerstags halt eher strategisch wird. Das heißt, da wird es auch mal Heart of Iron geben oder Commander Conquer oder sowas. Und montags ist halt so Indie-Game und Story-basierte Spiele. Es ist aber nicht die Regel. Also wenn zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Cyberpunk rauskommt, werde ich wahrscheinlich eine komplette Woche das einfach durchspielen. Also durchspielen, haha. das hat geklappt. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber es hat geklappt. Da wird es, glaube ich, eine Woche lang nur Cyberpunk geben bei mir. Weil, ja, ich, es geht, okay, es war richtig. Troy wird es auf jeden Fall auch als Let's Play geben, ja. Also da werde ich dann neu anfangen. Troy wird es dann geben, wenn das Amazon DLC draußen ist, das kommt ja bald. Und da spiele ich die Amazonen dann. Und genau. Okay, ich bringe ein bisschen Licht in die Dunkelheit. Aber jetzt habe ich keine Fähigkeiten mehr. Das heißt, ich brauche Blumen. Das ist interessant, das Spiel macht einen echt abhängig von Blumen. Okay. Gut, hier muss ich dann später lang. Wo gibt's Blumen? Komme ich jetzt hier wieder raus? Nee. Oh je. Kann ich das wieder einsaugen? Okay. Ja, gut. Ich kann es wieder einsaugen. Das war ganz, ganz knapp. So. Aber wenn ich das jetzt aktiviere, dann ist es ja wieder weg. Vielleicht ist dahinter. Vielleicht ist dahinter Blumen? Ich brauche eine neue Blume. Na toll, was hat das jetzt gebracht? Jetzt komme ich da hoch. Okay. Gut. Und das habe ich jetzt wieder auf. Cool, da muss ich ja richtig managen. So. Papier.
Okay, genau umsehen jetzt. Da komme ich später dann rüber. Aber wie mache ich den da jetzt weg? Das muss doch irgendwo ein Stein sein, den ich aktivieren kann. Ich finde keinen Stein. I don't find a stone. Es ist auch so dunkel. Entschuldigung. Okay, hier. Nee. Hier sieht man halt auch gar nichts. Vielleicht ist hier irgendwas? Das war doch was anderes, oder? Oha! Okay, wenn ich sie jetzt wieder aufsauge, kann ich nicht. Okay. Okay, muss ich aber. Ach, deswegen gab es hier diesen Raum. Okay. Vielleicht gibt es da drüben Pflanzen. Was ist Cyberpunk eigentlich? Wo fängt man da an? Nee, also es ist ein Rollenspiel, das in... das heißt ja Cyberpunk 2077. Und das, also es spielt auch im Jahr 2077. Und genau, du kannst halt wie kann man es am besten erklären? Also ja, aber da komme ich nicht rüber. Es ist ein Rollenspiel, also es ist von den Machern von Witcher. Genau, also Witcher 3, Witcher 2, 1 und so weiter. Ist genau von CD Projekt Red heißen die. Und die machen eigentlich immer richtig, richtig geile Spiele. Also die letzten zwei waren halt richtig gut. Beziehungsweise die sind halt mit Witcher 3 dann richtig, richtig berühmt geworden. Genau. Warte, ich muss gerade überlegen, wie ich da hochkomme. Vor allen Dingen, wenn ich das schaffe hier. Ah, so weit kann ich nicht springen. Ich brauche den Flash. Und das da kann ich nicht aufsaugen, weil dann geht die Kamera wieder nach da. Warte mal. Ah, gut. Ich weiß wie. Ah, gut. Ich hab's falsch rum gemacht. Genau, ich muss die Wippe nach da drücken, damit ich dann mit dem Geist rüberspringen kann. Uiuiui. Okay, und dann, wenn ich oben bin? Was dann?
Ich habe ja als Fuchs nur bestimmte Zeit da oben. Naja. Ah, da ist noch. Was zitterst du denn? Da ist noch ein Feld. Okay. Uiuiui. Das wird heftig. Aber ich glaube, es geht auch langsam aufs Finale zu hier. Ah, die Kopfhörer. Ich brauche unbedingt neue Kopfhörer. So. Gut. Schnell. Und aktivieren. Entweder ist jetzt der. Oder so. Da ist jetzt noch eins aufgegangen. Okay, krass. Ja, stimmt. Ich. Hä? Wieso habe ich kein Leuchtding mehr? Oh, Gesundheit. Stimmt. Hier muss ich raus. Aber wie, hä? Ach so. Ja, klar. Ja. Ich muss mir ja da wieder zurück, aber das kann ich ja nicht. Ich. Jetzt habe ich das quasi aktiviert. Deswegen habe ich keine Leuchten mehr. Und hier muss ich das aber auch aktivieren. Ich bin leicht dezent verwirrt. Ja, muss es doch irgendwo Blumen geben. Ist wohl die traurige Musik. Aber ich bin doch nicht die ganze Zeit an irgendwelchen Blumen vorbeigegangen, oder? So, bei mir kann es schon passieren, ne? Aber wie. Weil jetzt komme ich da ja nicht mehr rein. Weil der Dornbusch versperrt einmal den Weg. Und die Mauer versperrt jetzt den anderen Weg. Und jetzt ist hier das aufgegangen. Ah, das kann ich ja nicht reinigen. Gesundheit. Ah, hier geht's weiter. Ah. Okay, alles klar. Genau, jetzt geht das wieder zu, aber jetzt kann ich das reinigen. Warte. Bevor ich das vergesse. Uiuiui. Hier, bitteschön. Genau, mach bitte die Tür da auf. Wäre super lieb von dir. Dankeschön. Genau, sehr cooles Rollenspiel in einem futuristischen Cyberpunk-Setting. Mit viel Technik und gesellschaftlichen Korruption und so. Genau, auch mit, wie heißt das Wort? Kann ich das? Ach, das kann ich ja nicht bereinigen. Ach so. Genau, also mit Implantaten und also cybernetischer Arm und sowas, sich selbst stärker machen und so, ist halt da sehr easy. Beziehungsweise ist eigentlich normal da, also es ist abnormal, wenn man Naturmensch ist, so. Aber Cyberpunk eben, ja. Genau, dann gehe ich mal hier weiter. Ah, ist der nächste.
Genau. Altersfreigabe ist erst ab 18, genau. Seid ihr eigentlich vergeben? Frei wie ein Vogel, ja. Ja, ich auch. Genau, also da muss man halt schauen mit den frei ab 18. Also ich werde das vor jedem Stream sagen. Und also ja, an sich musst du es mit deinen Eltern ausmachen, dass du mir zuschauen darfst, während ich halt Cyberpunk streame. Aber niemand ja, schaut danach, wie er sich versteckt. Aber naja. Man kann es ja auch nicht kontrollieren, ne? Kann sie ja auch in den Titel schreiben, ja. Ich habe überlegt, dass ich halt irgendwie so ein kleines Icon irgendwo hin tue. Oder halt ein kleines Schild, wo steht ab 18. Und auch in, ja, auch in Stream kann ich das packen, ja. Jetzt habe ich voll vergessen, wo ich schon. Ah, da. Da habe ich schon das Ganze beleuchtet. Oder aktiviert. Ja. Also es geht ja, also bei dem Cyberpunk geht es ja nicht nur darum, dass man bei der Gewalt alles sieht, sondern halt auch nackte Haut ist da gang und gäbe. Entschuldigung. Und so weiter. Also. Ups. Genau. Also es ist halt da wirklich. Ja, sehr viel krasser als bei Witcher. Hey Flo! Juhu! Zurück! So, dann bitte zurück. Ja. Hier gab es auch einen in der Nähe noch. Warte mal. Ah, da. Hui. Ich bin ein Idiot. Ich kann. Oh, Tobi, du kannst doch flashen! Was ist das denn? Hä? Wo bin ich hier? Möchte. So. Gut. So, was spielt ihr da? Wir spielen Spirit of the North. Oh, wieso geht's wieder hoch? Genau, Spirit of the North und genau, und es geht ja darum, also man ist quasi so ein mythischer, also es ist halt so eine also dieser Fuchs stammt aus so einer nordischen Mythologie und genau, jetzt wollen die ein bisschen warte, wo ist der jetzt gerade hin? Also ist er so ein Indie-Game. Was, jetzt geht er ja noch weiter hoch. Was passiert da? Wieso geht er weiter hoch? Ich weiß ja, was ich damit mit überhaupt machen kann. Genau, also es ist so ein Indie-Game und sehr viel mit Rätsel und so weiter. Also mehr noch als, wie hieß das andere? Elder, oder? The Elder? Irgendwie so. Genau. Das ist ja, konnte ich da hoch? Ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe jetzt. Lost Ember, genau, Lost Ember hieß das. Sieht echt hübsch aus. Ja, du hast halt ja die hübsche Passage verpasst. Beziehungsweise nicht verpasst, aber wir sind schon in Kapitel 6 oder so. Genau, aber du kannst ja alles noch nachschauen. Okay, jetzt geht's wieder runter. Naja, Rania, du bist besser in Namen merken als ich, wie es scheint. Okay.
Gut, also jetzt haben wir es wieder ein bisschen weiter runter gemacht. Weil ich so klug war und das hoch gemacht habe. Aber was hat es uns jetzt gebracht? Genau, also Flood, die Grundgeschichte ist quasi, dass ich als Spirit weg war. Genau, da ist, glaube ich, ein Vulkan ausgebrochen. Und dann kamen eben diese ganzen roten, widerlichen Sachen. Und die musste ich jetzt quasi aufräumen und dagegen kämpfen. Also in Form von Rätseln und so weiter. Genau. Also ich muss den Norden wieder säubern, sagen wir so.